Willkommen, meine YouTube-Leute, in dem sauberen Tisch. Heute haben wir ganz etwas Interessantes. Und zwar das Resident Evil, der Board Game. Ja, Resident Evil 2, wenn ihr es noch recht seht. Ja, ihr kennt sicher Resident Evil 2. Ja, eines der geilsten Games gewesen, von 1998. Also, das hat Horror-Genre in der Game-Welt revolutioniert, sag ich mal. Also so. Das war das Game gewesen, wo eigentlich alle jetzt auf das gesponnen hat. Darum hat es jetzt auch ein Remake gegeben in diesem Jahr. Das, wie habt ihr das gefunden, das Remake? Schreibt es in den Kommentar. Jetzt, das ist von Capcom, das Board Game. Also ich habe mal gesagt, wenn es zum Beispiel eine Ortschaft ist, die natürlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen vermodert schmückt, dann könnte es sogar ein 4. Resident Evil 2. Ja. Aber ja. Nur so dahingestellt. Also, dann da 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren, nicht ab 18, wenn es brutal ist. Hui. Und dann 90 bis 120 Minuten ist das Board Game. Resident Evil 2. Da. Ein Boardcode. Ich habe das von GameStop. Habe ich das. Und natürlich auch bei Amazon hat es natürlich noch. Und dann natürlich der Resident Evil 2, kennt ihr wahrscheinlich noch von der Playstation, Hülle. Der Zombie, der noch führen schaut und wo man den nächsten Opfer findet. Ja, dann lassen wir das Ganze ein Stück mal aufmachen, mal schauen. Oh, das geht dann lang. 2 Stunden später ist es dann endlich offen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der eher mehr nicht so auf Tension Games steht, sondern eher mehr so auf Trivial oder eine mit Weile. Aber ja. Nicht Spaß. Also, dann ist da natürlich, und das finde ich natürlich ganz geil, das hat natürlich This Game Contents Scene of Explicit Violence and Gore. Also es beinhaltet Körperteile. Sogar. Ja, das wäre das. Das ist ja das, was auf der PlayStation Shop gekommen ist. Ich habe das natürlich mit 12 schon geschurren gespielt. Der Games erst gemacht von 30 Stunden. Ganzes Wochenende mal. Aber ich habe natürlich nicht in einen Rekord aufgeschrieben. Ich hätte dann noch einen Rekord gebrochen, dort mal. Mit 12. Also, da Resident Evil 2, der Board Game, das ist schon mal. Rulebook, also ich denke mal die Spielanleitung, sodass mein Englisch noch gut ist, ich muss da noch besser lernen. Das ist natürlich auch gut zum Englisch lernen, weil das Ganze ist natürlich auf Englisch nur. Also, ja, nicht auch gesehen. Aber es hat natürlich sehr gute Videos, wo natürlich das alles auf Deutsch schon erklärt auf YouTube. Dann habe ich da mich ein bisschen erkundigt. Ja. Sieht ganz gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so wie eine Spielanleitung von Resident Evil. Ich weiß nicht, wie das noch früher. Das. Das ist hier anschauen. Das sind ja so. Ja. Ganz schön. Ich habe natürlich auf Resident Evil Art die Grafik, kann man so sagen. Grafiken und ich weiß mich ein wundert, dass da irgendwie nicht steht, dass irgendwie nach einer Stunde spielen, sollte man eigentlich aufhören. Was immer in diesen Spielerfahrungen steht. Nein, Spaß. Also, da könnte man sogar nicht durchgehen. Nein. Ja. Das sind so die Figuren. Die Karten. Sportgame. Das ist schon mal Sportgame. Mhm. Das ist jetzt das Szenario-Book. Also natürlich mit dem Liker. Haben die Frauen sehr gern. Nein. sehen wir mal. Das ist eine Grafik vom 64er Game. Wenn ihr das noch kennt, da von Leon. Da meine Heimliebe Claire. Nein, nur Spaß. Das ist jetzt das Szenario-Book, wie ihr das gesehen habt.
Second Floor, First Floor. Hat ja alles schön blutig gemacht. Das muss, ein bisschen so sein. Also, dass man ein bisschen nicht mischt dabei, oder? Da natürlich, was passiert, was für Schwierigkeiten, was passiert in dem Raum, zum Beispiel jetzt in dem gelben Raum da, was passiert jetzt da, da sehen wir, wenn man den betritt, oder ein roter Raum, was da passiert, da sieht man ja zum Beispiel ein Lecker. Na, viel Spaß. Natürlich hat hier einen schönen Hund, den man kennt. Ja, das ist natürlich sehr interessant, das Ganze. Da natürlich der Lika, den man nicht gesehen hat. Ja. Eine ganz lange Zunge, darum heisst er schon ja Lika. Und da natürlich der Mann mit dem Weight. Sollte das da darstellen. Gut. Das ist ein Szenariobuch, verschiedene Szenarien, wie das durchspielt. Jetzt schauen wir das Ganze nochmal an, wie das ganze Szenario aussieht. Also schön düster. Also im Dunkeln würde ich es nicht spielen. Gut, ich würde gar kein Spiel spielen, weil da sieht man gar nichts. Nein, aber wenn es ein schlechtes Lichtverhältnis ist, sieht man natürlich nicht, wo man hinfährt. Das ist natürlich schon ziemlich dunkel, düster gemacht, düster gehalten. Ich hatte auch zu viel Schwarz, das abgelaufen ist im Druckbereich. Darum hat man dann einfach das etwas schwärzer gemacht. Also, ja, also die Atmosphäre ist schon richtig geil. Also ganz ehrlich, muss sagen. Ich erkenne schon die ein oder andere Ort. Die hinten und vorne kann man das natürlich benutzen. Ja, es ist schön. Dann da. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Es sieht natürlich aus wie ein Fenster. Es sollte auch eine Tür sein. Vielleicht seht ihr das einmal. Da seht ihr es vielleicht. He? Das ist jetzt eine Tür. Okay. Und das habe ich ja gesehen in den Videos. Das ist wirklich ziemlich dunkel. Ich sehe auch nicht einmal, ob die offen oder zu ist, die Tür. Da ist sie natürlich offen. Mhm. Ja. Ja, es ist natürlich sehr schlecht. Sehr schlecht. Das ist schön blutig natürlich. Es ist halt alles jetzt verstecken. Es ist halt keine gute Lösung. Es ist nicht jeder, ich müssen irgendwie minus eins oder etwas, man kann. Man kann natürlich auch sehen, was, wo du das führt, natürlich die Treppen. Oder? Das ist natürlich klar. Oder? Das ist nicht gut gelöst worden. Das muss ich ganz auch ehrlich zugeben. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Nachblabbern, könnte auch möglich sein, oder? Aber es ist, ich finde es selber auch ziemlich, ziemlich nicht gut. Oder die Türen hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier spiele, sieht man nicht, ob die offen ist oder zu. Also, ja, sieht aus wie ein Sargdeckel, der aufgeht. Also, ja. Das ist nicht gerade keine gute Lösung. Aber ich hoffe, dass das Spielspaß nicht tut. Da natürlich auch in den Türen, oder? Ja, ist sie zu. Kleine Nachbarn los und noch da auf. Das ist nicht, glaube ich, das Kleber. Hey, ich muss das noch anschauen. Ich weiß es nicht ganz genau. Und auch da die Schreibmaschinen, es sieht es halb nicht. Also, das, ist natürlich, das Leben ist natürlich besser gemacht, muss ich sagen. Aber ja, und da, was ist denn das auch eine Tür? So. Jetzt der ganze Untersilie und da geht gerade die Reste raus. Schaut mal, das so. Kann man sogar durchschauen. Nein, das ist natürlich das Leben. Das ist der Lebensbalken, wo man natürlich
gut, da. Nehmen wir jetzt mal an der da. Das Herz noch mal da drauf zeigen, wo welchem Stadium dass man sich gerade befindet. Jo. Der Zombie. Oh, aber das ist gar nicht gut. Das passt mir gar nicht. Aber das ist natürlich aussah. Das ist nicht so schlimm. Für das ein neues Spiel ist. Das ist jetzt da richtig am. Also dort mit den Türen muss ich jetzt einfach mit einem Marker ein bisschen ankleben, dass etwas besser ist. Und das mit den Dingen einfach anschreiben, dass man das besser sieht. Aber was ich ganz geil finde, ist, jetzt zeige ich mal heute mal etwas zeigen, etwas ganz Geiles. Und das da und das da. Dann haben die da so einen Knopf. So wie ein Pöppel, der da rein geht. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt kann man da dann das einstellen. Jetzt kann man das so einstellen, wie viel Munition das man hat. Die Munition, die man braucht, hat man aufgeladen, kann man in die Ruhe laden. Also das ist eine ganz geile Idee. Das habe ich richtig abgefeiert. Also, ja, das ist wie eine Drehscheibe, wie beim Autofahren. Dann nehme ich mal das erste Mal die mit, wenn ich das Auto parkieren will. Dann sehen sie auch, wie viel Munition das ich habe. Dann lässt es mich in Ruhe. Nein, nur Spass. Da wieder natürlich das Leben. Das ist Kamera oder was? Ja, das ist Ding. Ist das Box. Glaub. Ja. Und jetzt. Jetzt. Das Ganze da mal an. Und natürlich eben. Vielleicht meine. Das muss ich auch sagen. Also, wie hätte ich das besser können lösen. Und nicht einfach so eine grosse Uhr Schachtel nehmen. Das sind große Schachteln. Jetzt schauen wir das Ganze da mal an. Also das ist ganz geil gemacht. Darum habe ich es auch. Darum, das feiere ich absolut. Das mal anschauen. Jetzt nehmen wir mal zuerst mal die Karte. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich da zeigen, ja. Karten sind. Das ist natürlich geil. Das ist geil, finde ich. Da sieht man jetzt zum Beispiel Munition. Da sieht man, wie viel Schuss das man braucht. Was für Treffer. Da drei Schuss ist natürlich Handgun. Natürlich für jeden Knife. Special. Ein Ding, Treffer braucht es. Hier unendlich, hier 15 Schüsse. Hier natürlich Bullets. Wie man, das finde ich ganz geil, wie früher. Ne? Auf der Playstation hat das Graskraut, also da kann man das Gras abpflanzen. Das Marihuana, wie gesagt. Aura natürlich braucht 2 Schüsse. Ein Treffer. Bei einem Treffer fliegt er weg. Bei einem ist er tot. Dabei taucht natürlich der Zombie. Nichts darf ich schon anschauen, das habe ich so gelernt. Aber ein Treffer ist er tot und 2 Treffer ist er auch tot. Es gibt auch noch so Postkarten, das sehen wir uns nachher noch an. Schlüssel natürlich. Wir kennen das Ganze mit den ganzen Poker-Kartenschlüsseln, also Karo und Herzschlüssel und Hashtag-Schlüssel. Nein, den gibt es noch nicht. Den gibt es dann erst vielleicht bei Resident Evil 8, ich weiß. Nein, das ist jetzt der Spray. Man kann auch die Wände ansprayen, natürlich Graffiti machen. Aber ich würde den lieber zum Leben benutzen. Das rote Kraut. Eben, ja, die verschiedenen Items und so, also schon ziemlich detailliert und geil gemacht, auch Upgrades natürlich. Ja, ganz geil. Da sieht man natürlich hinten B und A natürlich, A-Seite, Karten, Uzi, ein Schuss. Ja.
nehmen wir die Karte mal. Jetzt nur noch mal die Karte an. Das sieht man für. Gut, ich schlage noch die Kamera ab. Moment, ich stelle. Ja, das kann den besten Leuten passieren, wenn sie auf die Kamera schlagen. Die Kamera wieder richten. Moment, jetzt die Kamera richten. Da sehen wir jetzt den Leon. Hat 8, das war immer das wieder Resident Evil, das habt ihr vielleicht vorhin auch gesehen. 8 Items, die man tragen kann. Zweimal, das müsste ich noch nachlesen, ich weiß es nicht ganz genau. Da will ich erklären auch. Sieht ein komisch aus. Eda Wong ist die von, natürlich von... die Wissenschaftlerin, also der Mann war der Wissenschaftler, der sich dann der Virus gespritzt hat. Und der Eda Wong war dann die Frau von ihm. Die Agentin. Dann der, wo niemand weiß, wer das ist, der Robert Kendo. Das ist der, was ich vermute, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich vermute, das ist der in Resident Evil 2 der Waffenhändler. Also der Waffenladenbesitzer. Und der Zombie sieht man natürlich auch, hat ein Leben. Also einmal getroffen, dann ist da ein Schuss, dann ein Ding. Dann gibt es da die Szenariokarten, dass da alles gut ist, alles clear. Sehen vielleicht der Windows, der Flickering. Flickering, Light, aber auf Disable, der Calm Off. Genau, das ist einfach so, dass es einfach so gut ist. Dass es alles easy ist, dass nichts passiert. Dann da kommen natürlich schon die härteren Szenarien. Mache ich dann auch mit dem Google Übersetzer, da muss ich dann das Hackerwelsch mich dann da übersetzen. Das ist gar nicht verstanden. Da kann ich auch das Spiel gewinnen, natürlich, oder? Besser. Das nennt man, der Google-Übersetzer ist wahrscheinlich dann, sagen wir mal, der Gamebuster, oder? Kennt ihr das früher noch? Dann haben wir da den Zombie Dog. Yep, der Zombie Dog. Sind er natürlich auch ein Leben. Wie viel? Zwei Felder kann man. Kann man springen. Ja. Dann da. Murder of Crows. Also eben der Krähe. Crow. Und da der Lika. Das wird ganz interessant. Drüle. Viel Spaß. Und drei Felder. Ja, und da weiter und so fort, das sind echt die, das ist nochmal ein Evo-Licker, der ist noch schlimmer, wieder sogar, ist der Licker, der modifizierte Zombie. Ja, könnte Spass machen. Und natürlich, da sind dann die Bosskarten. Da sind die Bosskarten. Das ist jetzt der da. Und noch eine. Ja. So leider. Das ist noch die da kennen wir. Das ist der, wo der wieder das Zeug gespritzt hat. Evolutionsstufe. Der letzte, glaube ich, wenn es recht ist. Ist das gesehen? Nein, die letzte ist ja im Zug. Wo da noch das grosse, fette Viech kommt. Jetzt natürlich gehen wir zum ganz interessanten, wo jeder euch auch interessiert. Dabei
Und zwar zu den Würfeln. Nein, nicht Spaß. Dann haben wir nachher zu den Figuren. Das ist eigentlich das Herzstück dabei. Also, das ist natürlich mal ein Würfel mit einem Umbrella-Zeichen. Und normale Würfel eigentlich. Da natürlich die zwei Schüsse ist tot. Da kann ausweichen. Ist natürlich auch. Man sieht da auch, das ist natürlich das Setting, aber wenn es mir recht ist, noch ein stärkerer Schuss sein. Ja, das sind einmal die. Das sind einmal die Würfel. Eigentlich hier. Alles sehr hoch. Dann natürlich eben die Ringe, die ich gesagt habe, dass man natürlich einen Schuss erzählen kann. Und jetzt fangen wir mal an. Das ist schon mal ganz schöne Figuren. Das ist mal Leon S. Kennedy, den wir vorhin gesehen haben. Also ganz detailliert gemacht. SFG. Das sehen wir ja. Mit beiden Händen hebt der Knarre richtig. Auch wenn es sein erster Tag ist, er hebt die Knarre richtig. So muss es sein. Dann haben wir da. Das ist der Waffenladenbesitzer. Der, der am Schluss eigentlich dir. Der, der gerade zum Anfang gefressen wird. Vom Resident Evil 2. Im Remake wird er. Nein, das sage ich natürlich nicht. Das ist nicht so bei mir. Hätte er schon gedacht, dass ich sage. Nein. So wie nicht. Da haben wir. Claire Redfield. Dann ganz detailliert gemacht, ganz geil gemacht. Und da haben wir den Wong. Mit dem Schlüssel in der Hand. Jetzt kommt der Dennis dran. Der hat eigentlich. Sind ja nicht schon alle gleich. Egal, sie haben es richtig geil gemacht. Muss ich sagen. Du wirst das eigentlich nicht richtig hinnehmen. So. Das sind Dennis. Der Zombie kennt man doch vom. Das war doch immer vom Bild gewesen. Das ist so ein richtig bekannter. Hat es richtig geil gemacht. Schön detailliert gemacht. Das ist der gleiche. Schön detailliert gemacht, die Zombies. Das ist auch der gleiche. Da ist ein anderer noch. Das ist alles die gleichen. Das sind alles die gleichen, die hier. Dann kommen die Tiere dran. Und die gerade heben. Die können sie nicht mehr verheben. Nein. Ja, also sie sind wirklich gut gemacht. Also, das ist richtig geil gemacht. Und da der Frauenzombie. Ganz gut. Von jedem hat es 4 Stück. So, ich das jetzt richtig sehe. So, jetzt kommen die, die man eh gerne hat. Die Hunde. Richtig schön geil gemacht. So richtig Knochen und alles sieht man. Schön detailliert gemacht. Das ist der erste. Der ist gerade am Jumpen. Jump around. Der Hund. Dann haben wir den ersten. Da richtiges Fleisch draussen. Also richtig gut gemacht. Das ist wirklich. Man fühlt sich ja gerade, wie man es richtig ist.
dem Resident Evil. Dann. Und der sieht aus wie ein Werwolf. So. Ich schon halb am Vermodern. Jetzt kommt das. Natürlich auch geil, dass alle Hunde oder die Leakers. Das ist natürlich ganz geil gemacht, die Leakers. Die Leakers sind ganz schön gemacht. Wie man es sieht. So auch. Den haben wir gerüchen. Das ist wahrscheinlich der vom Anfang. Der erste Leak, den man sieht. Ja, jetzt sind wir gleich am Schluss angekommen. Ich bin raus. So, das ist. Ja, das ist jetzt einfach der. Ist, wenn es mir recht ist, dass das Geschwür oder der, wo vom Bull dort im Resident Evil 2 aus so wie eigentlich, kann man sagen, wie der Xenomorph aus ihm raus kommt. Und dann eigentlich in Kanalisation, aber oh Gott, das ist der ganz wüst. Richtig wüstes Teil. Als ob sie irgendwie ein Dinosaurier wäre. Obwohl schon jetzt noch schlecht behandelt worden ist. Also von. Und da natürlich mit dem Augenbizeps. Da ist mir der Kollege, der wirft das Augenbizeps in seinen Bizeps. Nein, nur Spaß. Nein, aber das finde ich richtig schön gemacht. Mit den Fangarmen. Düster und auch. Und dann wird dann wahrscheinlich dann geht der auf und dann wird das Auge raus und der kommt dann im Zug rein. Ganz am Schluss. Von Resident Evil. So, das wär's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit dem Resident Evil. Wie findet ihr das Spiel? Ich finde es interessant, dass es mal so etwas gegeben hat. Da kommt man nicht nur viereckige Augen über, da hat man schon das ganze Brett viereckig. Spielbrett. Nein. Sagen wir so einen Kommentar, wie ihr das gefunden habt. Sagen wir einen Kommentar, habt ihr auch Spiel gekauft? Wie findet ihr es? Und ja, ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß bei dem anderen Unboxing. Peace.